Ja, und für alle, die jetzt quasi schon auf den Social-Media-Kanälen dabei sind oder auch schon hier in der Halle sind, ich freue mich jetzt auf ein tolles Interview gleich mit einer echten Handball-Koryphäe. Ja, ich gehe raus, du willst mich loswerden. Ja, ne? Ach du. Ja. Du kannst doch gerne. Ich tausche gerne, denn schräg neben mir, links von mir, steht Dominik Klein und den begrüßen wir jetzt ganz herzlich hier. Dominik, komm zu uns, der Sascha übernimmt und viel Spaß. Ja, liebe Handballfreunde, gestern noch im ARD, heute hier bei uns. Schön, dass du da bist, Dominik. Hallo Sascha, danke schön. Ich glaube eigentlich, muss man dich nicht vorstellen, ich mache es trotzdem für all jene, die sagen, so ist er das nicht. Weltklasse links außen, ganz lange in Kiel gespielt, dreimal Champions League gewonnen, achtmal Deutscher Meister und 2007 im eigenen Land Handball-Weltmeister geworden. Vielen Dank für die Erinnerungen, aber ist lange her, aber ich freue mich trotzdem noch weiterhin für den Handball sprechen zu können, eine Leidenschaft zu haben und selber auch noch aktiv zu sein als Trainer, als Mentor und vielleicht auch zukünftig, wer weiß, nochmal auf der Platte. Oh. Ja, es gibt ein Benefitspiel. Ich meine, wer macht gerade nicht, wer organisiert nicht? Ja. Ich bin beim Bayerischen Handballverband angestellt und wir möchten auch in Bayern helfen für die Geflüchteten, die in der Ukraine Schreckliches erleben mussten. Und wir werden in München am kommenden Freitag, 1. April, ein Benefitspiel machen. Und da werde ich mir nochmal die Hallenschuhe schnüren, tatsächlich. Stark. Kann man das irgendwo sehen? Oder soll man direkt nach München kommen? Oder wie ist es? Also, wer den Weg nach München gehen möchte, sehr gerne. Ja, ein schönes Wochenende in München. Warum nicht? Freitag. Aber es gibt auch einfacher, ich meine, im Livestream zu Hause eine kleine Spende, egal, beliebig. Und dann kriegt man als Dankeschön den Livestream zugeschickt. Und da kriegt ihr BHV und Freunde gegen Drittligisten Fürstenfeldbruck. Also, schönes Spiel. Schön. Kannst du schon was verraten zu deiner kleinen All-Star-Mannschaft? Wen hast du da rangekriegt? Ja, natürlich. Also alles so ein bisschen, die mit Bezug zu Bayern natürlich sind. Wir haben ja hier auch einen in den Reihen, Philipp Müller, mit seinem Zwillingsbruder Michi Müller. Die hätten wir natürlich gerne gesehen, die sind aber ein bisschen weit weg von München. Aber auch Krischer Hannawald, Michael Spatz, Michael Haas, um jetzt mal die Nationalspieler, die ehemaligen zu nennen, sind alle dabei und freuen sich tierisch, helfen zu können mit dem, was wir am liebsten tun. Nämlich Handball spielen und dann werden wir die Halle mit 800, 900 Leuten voll machen und wenn jeder einen Zehner gibt, mindestens, und ihr zu Hause noch spendet für den Livestream, dann kriegen wir da eine bestimmte schöne Summe zusammen. Toll, viel Erfolg auf jeden Fall. Danke. Philipp Müller ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich eigentlich immer derjenige, der hier vor dem Spiel dasteht, wo wir so ein bisschen gucken aufs Spiel, aufs Ligageschehen, was ist los, das ein bisschen einordnen. Habe ich dem seinen Platz weggenommen jetzt? Ja, oder? Hast du, aber das ist okay. Oh Gott. Das ist okay, da steht er, da kommt oh er gerade. Oh nein. Ja, Mülli. Lass ihn bloß weg. Und du warst ja gestern in Magdeburg, wie wir alle wissen, Topspiel Magdeburg gegen Kiel. Magdeburg verliert, bisschen überraschend gefühlt. Na, was heißt überrascht? Sie sind als Favorit in das Spiel gegangen. Das ist natürlich gegen den THW Kiel eine große Bürde, aber wenn man in dieser Saison so durchgängig konstant spielt, erst 2 Minuspunkte hat, dann war das auch berechtigt, dass sie als Favorit in das Spiel gehen. Der THW Kiel ist aber so ein bisschen auch an seine Ehre gepackt worden, weil normalerweise möchten die ganz oben stehen und haben jetzt mit der Zielstellung Champions League spielen zu müssen im nächsten Jahr natürlich diese 2 Punkte mehr als gebraucht und ein Auswärtssieg bei Magdeburg fühlt sich schon gut an, habe ich nicht so oft erlebt, aber das durften die Jungs vom THW gestern erleben. Ja, und dann natürlich die Frage, die uns alle umtreibt hier in der Handballrepublik. Wird es Magdeburg sich nochmal nehmen lassen oder werden die am Ende Deutscher Meister? Naja, es sind von den Minuszahlen jetzt 6 Punkte auf den THW. Die Füchse sind auch noch ein bisschen in Reichweite, aber ich bin mir sicher, wir haben das auch gestern schon thematisiert, der SC Magdeburg wird das Ding nach Hause schaukeln, weil sie einfach so konstant sind. Aber der Platz hintenrum ist wirklich um die Champions League Plätze. Es ist ja nur noch ein weiterer Platz dann frei für die Champions League und dann wird das ein großer Kampf werden zwischen Flensburg, Füchse und dem THW. Ja, du kannst dir vorstellen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Magdeburg-Fan, aber als Handball-Fan freue ich mich natürlich, dass die Liga so spannend ist und dass es tatsächlich auch ein anderes Meisterschaftsrennen gibt dieses Jahr. Aber wie hat es denn Magdeburg angestellt? Warum haben sie es denn geschafft eigentlich, dass es da mal eine Machtverschiebung gibt jetzt? Ich kenne Bennett Wiegert ja schon ein bisschen länger, habe ja mit ihm in der Juniorennationalmannschaft auch zusammengespielt und während ich noch mal 2 Jahre nach dem THW Kiel in Frankreich war, habe ich tatsächlich noch mal einen engeren Draht zu ihm bekommen, weil er in seiner Position als Manager und als Trainer hat ja eine spezielle Situation, sein Team so zusammenstellen, seinen Spielstil so
zu kreieren, dass es so ein Traum wieder möglich ist, Champions League-Sieger zu werden. 2002 hat das der SC Magdeburg als erste deutsche Mannschaft geschafft. 2001 die deutsche Meisterschaft. Und das hat er lange Zeit geplant mit solchen Spielern, die zu seinem Spielstil passen. Und man hat es gestern wieder gesehen, bis zur 50. Minute oder bis zur 45. Minute immer ins 1 gegen 1, immer aktiv sein, immer in die Tiefe gehen zu müssen, das kostet Kraft. Aber wenn du das Spielermaterial hast, dann kannst du das relativ hoch halten. Gegen den THW Kiel hat es gestern nicht gereicht, weil sie mal eine Phase hatten, wo sie 10, 12 Minuten kein Tor gemacht haben. Aber ja, das zeigt auf jeden Fall den SC Magdeburg mit seinem Anlauf zu dem, was sie jetzt geschafft haben. Ja, und du hast die Liga natürlich gut im Blick, demzufolge ja auch Leipzig gut im Blick. Ja, wie würdest du die Leistung unserer Mannschaft einpreisen im gesamten Ligageschehen? Ich verfolge das tatsächlich schon sehr, sehr lange, weil ich mich A, natürlich mit dem Sport sehr verbunden fühle, aber auch B, es mag, wie sich Entwicklungen, wie sich Vereine in dieser stärksten Liga der Welt präsentieren und immer wieder einen Schritt drauf machen müssen. Es geht ja nicht. Bleibst du stehen, bist du nach hinten geschoben. Aber hier merkt man auch im Team um Carsten heran, immer weiter zu gehen, immer das Umfeld, die Bedingungen zu professionalisieren. Deswegen freut es mich, dass André da so ein tolles Team immer wieder zusammenstellen kann mit der sportlichen Leitung, um weiterzugehen, die nächsten Schritte zu gehen. Und wenn man auch bayerisches Blut mit dabei hat, mit Philipp Müller, geht das natürlich immer. Dann kann nichts mehr schief gehen. jetzt ist es noch ein bisschen, der nächste Schritt hast du gerade angesprochen, das wäre für Leipzig tatsächlich das internationale Geschäft. Da guckt man schon so ein bisschen hin, das ist das, was wir irgendwann mal erreichen wollen. Was glaubst du, geht das jetzt mit der Mannschaft? Wann ist es soweit? Was braucht es dafür? Wann das soweit Komm, sag mal. Ist, ob ich das erzählen kann, das kann ich, weiß ich nicht. Aber wie schon gesagt, die richtigen Schritte sind dafür da, Spieler mit internationalem Niveau zu holen, die das auch schon mal kennen, eine Führungsmentalität zu entwickeln. Ich bin kein Fan davon, irgendwelche All-Stars, All-Stars reinzuholen, die schon mal Champions League gespielt haben, sondern es muss sich entwickeln aus dem Inneren heraus. Und wenn man diese Leidenschaft mit dem Publikum, mit der Stadt nach draußen zu transportieren, immer wieder nach vorne geht, dann wird das auch gelingen. Wann der Zeitpunkt ist, ist sehr schwierig zu sagen, weil auch die anderen Mannschaften wollen noch einen drauflegen. Der HSV als Aufsteiger mit einem überragenden Budget, jetzt wollen sie nochmal 1 Million draufsetzen. Melsung, die stehen ja alle da vorne. Lemgo kommt aus dem Nichts wieder nach oben. Das ist unglaublich schwer, in dieser Liga wirklich wieder noch den nächsten Schritt zu machen. Aber ich bin Optimist und traue es denen zu und drücke auch da die Daumen. Und deshalb ist es ja auch so, dass man sagt, wir sind zwar Tabellenachter, spielen heute gegen den 17., aber in der Liga kannst du ja eben nichts, dir davon nichts kaufen. Du musst jedes Spiel gewinnen dann am Ende. So ist es. Und wenn wir vorhin beim THW Kiel waren, die haben nämlich genau Punkte gelassen bei dem heutigen Gegner, weiß man einfach, dass es kein Spiel in dieser Liga gibt, wo du abschenken kannst. Geht einfach nicht. Und dieses Bestätigen ist ja auch ein Erfolgsfaktor einer Mannschaft. Nicht auszuruhen auf das, wo wir gerade sind, einstelliger Tabellenplatz. Nein, ich will noch weitergehen. Und dafür gehört auch ein Sieg, weil das Schönste mit den Fans zu Hause im Rücken ist ja eigentlich zu gewinnen zu wollen, um dann wieder beim nächsten Spiel aufzutrumpfen. Dominik, ich könnte mit dir noch ganz lange hier stehen und weiter plauschen, aber... Haben wir keine Fanfragen? Oder ist oh, geht beim Mikrofon sogar aus. Ja, wenn du. Vielleicht also, wollte der eine was fragen. Nein? Ja, das verlagern wir vielleicht noch ein bisschen. Dominik, erstmal zur Verfügung. Ich bin dir vielen da. Dank. Liebe Handballfreunde, Dominik Klein, danke schön, dass du hier bei uns warst. Dir jetzt viel Spaß beim Spiel und euch natürlich noch herzlich willkommen Leipzig gegen TuS N Lübbecke.